Beim täglichen Umgang mit möglicherweise Corona-infizierten Patienten würde man normalerweise eine FFP2- oder FFP3-Maske tragen. In diesen ressourcenknappen Zeiten wird das schwierig sein, welche zu bekommen. Die Empfehlung des RKI vom 13. März 2020 lautet, bei einer Tröpfcheninfektion, wie es die Corona-Infektion zu sein scheint, reicht grundsätzlich auch ein simpler Mund-Nasen-Schutz, wie wir ihn aus dem OP kennen. Selbst der selbstgeschneiderte Mundschutz, den Oma uns vielleicht bereitstellen könnte, den wir dann am Abend im Kochtopf auf dem heimischen Herd auskochen und am nächsten Morgen wieder tragen, wäre ein guter Schutz. Natürlich birgt ein solcher simpler Mund-Nasen-Schutz ein geringfügig erhöhtes Risiko gegenüber den perfekten Masken, aber es ist allemal besser als gar nichts. Wenn ich einen solchen Mundschutz trage, dann ist es wichtig, dass ich es richtig mache. Dazu gehört, diese Klammer hier oben, die Metallklammer, muss gut anmodelliert sein, damit der Mundschutz im Nasenbereich gut abschließt. Und auch das Kinn sollte von dem Mundschutz umfasst sein. Das RKI empfiehlt, man kann grundsätzlich einen solchen Mundschutz eine ganze Schicht hindurch tragen. Dabei gilt aber selbstverständlich eine Einschränkung. Das geht nur dann, wenn er nicht durchfeuchtet ist. Ein durchfeuchteter Mundschutz verliert seine Wirkung und muss ersetzt werden. Wenn ich diesen Mundschutz im Laufe des Tages einmal ablegen möchte, weil 8 Stunden ohne vielleicht einen kleinen Snack zwischendurch dann doch etwas anstrengend werden, dann ist wichtig, dass ich mir darüber im Klaren bin. Die Innenseite ist die gute Seite. Das ist die Seite, die mir zugewandt war, mit meinen eigenen Keimen. Die Außenseite ist die möglicherweise kontaminierte Seite, die ich dabei tunlichst nicht berühren sollte. Wenn man in der glücklichen Situation ist, sowohl über Handschuhe, Schutzmaske als auch einen Schutzkittel zu verfügen, dann sollte man sie aber auch in der richtigen Reihenfolge und richtig anziehen können. Es beginnt mit der Händedesinfektion, für die wir hier zu Demonstrationszwecken natürlich kein Desinfektionsmittel verschwenden möchten in diesen knappen Zeiten. Auch den erforderlichen Zeitaufwand werden wir jetzt ein klein wenig abkürzen. Und es geht weiter mit dem Anziehen der Handschuhe. Beim Anlegen der Schutzmaske ist darauf zu achten, dass der Nasenbügel entsprechend vorgeformt wird, dass die Maske gut anliegt und die Maske so aufgesetzt wird, dass auch das Kinn gut umfasst ist. Als nächstes wird der Kittel angezogen. Folgende Dinge sind im Arbeitsalltag zu beachten. Niemals mit den Händen von außen an die Maske fassen. Niemals ins Gesicht fassen. Niemals lässig die Maske halb vom Ohr baumeln lassen. Und auch niemals die Maske unters Kinn schieben. Die Innenseite der Maske sollte nicht mit Handschuhen berührt werden. Und auch mit einer feuchten Maske sollte man nicht mehr herumlaufen. Sie bietet keinen Schutz mehr und sollte entsorgt werden. Am Ende des Arbeitsprozesses wird der Kittel mit anliegenden Handschuhen ausgezogen. Es ist darauf zu achten, dass diese auf links gezogen wird. Die schmutzige Seite eingerollt wird, sodass eine Berührung damit vermieden wird und der Kittel entsorgt wird. Anschließend werden die Handschuhe ausgezogen. Auch die Handschuhe werden dabei auf links gezogen. Und dann entsorgt. Nach erneutem Händedesinfizieren
Die Maske an der Seite fassen und absetzen und auf einer sauberen Unterlage ablegen, für den Fall, dass man sie ein zweites Mal noch verwenden möchte. Die Hände sind erneut zu desinfizieren.